Ja, die Rede ist ja auch von Chlorophyll. Ja, jeder kennt's, keiner weiß genau, was es macht. Oftmals wird gesagt, blutreinigend und so weiter. Also, ist so ein bisschen wie die Milz bei uns, ja. Jeder hat sie, keiner weiß genau, was sie macht und zur Not geht's auch ohne. Was ich aber sagen will, ist, Chlorophyll bindet heterozyklische polyaromatische Kohlenwasserstoffe. Das sind Umweltgifte, die fettlöslich sind bei uns im Körper und damit reagiert das Chlorophyll und macht diese wasserlöslich. Dadurch können diese ganz einfach ausgeschieden werden über die Nieren und damit wird das Blut so gesehen gereinigt, ja, damit ihr davon schon mal gehört habt. Ja. Was sehr, sehr interessant ist, wurden bestimmte Zubereitungsformen von Brokkoli gemessen, gekocht und roh und so weiter auf die bestimmten Inhaltsstoffe. Und das sehr, sehr Spannende ist, hier sehen wir zum Beispiel, 1 ist roh, 2 ist gekocht, 3 ist Dampfgarer, 4 ist Mikrowelle, 5 ist frittiert und 6 ist frittiert und gekocht. Ja? Anscheinend ist gekocht das Schlechteste und dampfgegart sogar besser als roh. Das heißt, in der dampfgegarten Variante des Brokkolis befindet sich mehr Chlorophyll als in der rohen. Wie kann das sein? Ganz einfach. Chlorophyll ist eingeschlossen natürlich auch in den Chloroplasten. Und erst wenn die Zellwände gebrochen werden, kann es frei werden. Wir kennen das alles. Deshalb haben die Hochleistungsmixer auch so eine Karriere hingelegt, weil sie das Chlorophyll dementsprechend auch freilegen. Ja? Das heißt, roh ist vielleicht nicht immer die bessere Variante. Wie auch immer, klären wir gleich. Aber noch in dem Fall sehen wir hier sogar die dampfgegarte Variante sogar vorteilhafter. Ja. Das sehr, sehr Spannende ist zum Beispiel auch, dass was passiert mit dem Vitamin C, das sind die wasserlöslichen Vitamine und die nehmen man hier in der Studie auch dann dementsprechend ab. Ja. Denn das Wasser spült das Vitamin C natürlich raus. Ja. Was passiert aber mit den fettlöslichen Vitaminen? Diese steigen plötzlicherweise. Die dampfgegarte Variante wieder besser als die rohe Variante, weil die Zellwände werden aufgebrochen. Die fettlöslichen Vitamine werden nicht rausgespült durch das Wasser, ja. Es kann mehr davon freigesetzt werden, ja. Hier auch sehr, sehr spannend wieder zu sehen. Aber wichtig sind auch die Glucosinolate. Das sind die Vorstufen des Sulforaphans. Das ist der Hauptwirkstoff aus den Kreuzblütlern, gerade aus dem Brokkoli. Das hält sehr, sehr viel davon, ja. Hat eine sehr große Karriere gemacht, der Stoff gegen zum Beispiel gegen Krebs, ja. Und da gibt es zwei verschiedene Formen, das Indol und das die allopathische Variante. Und wir sehen, in rohem Zustand sind diese doch noch etwas besser vorhanden, sage ich mal, ja. Aber diese wassergekochte Variante wieder am schlechtesten, aber die gesteamte Variante, das heißt dampfgegarte Variante, hier wieder sehr, sehr dicht an dem rohen Zustand dran, ja. Wer mein letztes Video einmal gesehen hat, der wird natürlich jetzt wissen, was man dagegen tun kann, wie man den Brokkoli nachher behandeln kann, um dieses wieder zu steigern. Schaut das Video euch sehr, sehr gerne nochmal an diesbezüglich. Ja. Jetzt schauen wir uns aber eine neue Studie nochmal an. Und zwar, hier sieht ebenfalls nochmal klar, dass das Vitamin C zum Beispiel hier in der Studie weiter sinkt, ja, wenn es mit Hitze behandelt wird, mit Wasser behandelt wird, ja, mit Hitze und Wasser. Und die fettlöslichen Substanzen, hier zum Beispiel die Carotinoide, wieder steigen, auch hier in dieser Studie nochmal zu verifizieren, ja. So, jetzt kommt aber noch was ganz, ganz Spannendes. Dafür gehen wir einmal ins Voice-Over. So, da wir jetzt geklärt haben, dass die wasserlöslichen Substanzen rausgehen, wenn man es kocht, die fettlöslichen Substanzen werden besser bioverfügbar für uns anscheinend, gibt es eine weitere Studie, die sehr, sehr Spannendes ausgedeckt hat. Und zwar möchte ich euch mal hier kurz was zeigen. Schauen wir uns mal wieder die fettlöslichen Substanzen an, hier die Carotinoide zum Beispiel, ja, in rohen 13,4, in gesteamter Variante 13,7, 16,0, das heißt, die fettlöslichen Substanzen steigen wieder, wenn man sie erhitzt, ja, wie gerade schon erwähnt, ja, und so weiter und so fort. Wir sehen natürlich auch hier wieder, dass die Ascorbinsäure wasserlöslich dann wieder sinkt, ja, hier haben wir die rohe Variante 802 und dann wird es immer weniger dann dementsprechend, ja. Mikrowelle zerstört übrigens komplett das Vitamin C hier, ne. Und die Phenole Anteile dementsprechend werden ebenfalls mehr, sehen wir hier, ja, in dem Brokkoli. So, was passiert jetzt aber, also weil es auch wieder, ne, dementsprechend bei Erhitzung, was passiert jetzt aber, wenn wir dann gefrorenen Brokkoli nehmen, ja, gegen, und dann erhitzen und gegen rohen Brokkoli, so. Und das ist ja sehr spannend zum Beispiel, sehen wir hier in der rohen Variante dann 21,8, ja, sehen aber hier niedrigere Werte auf einmal bei den gefrorenen Brokkoli, der gesteamt worden ist, ja.
Das heißt, dass sich das genau umgedreht hat, dass die fettlöslichen Substanzen auf einmal, dann wenn man den gefrorenen Brokkoli dann nimmt statt den frischen, ja, doch nicht mehr so gut bioverfügbar werden. Ne? Ziemlich interessant hier. Ascorbinsäure, alles gleiches Phänomen wieder, wird trotzdem halt weniger, ja, und der Phenolanteil ebenfalls wird weniger bei der gefrorenen Variante, ja, das, was vorher mehr wurde dann halt, ja. Also man sieht, es gibt deutliche Unterschiede nochmal diesbezüglich, ja. Man kann nicht sagen, Brokkoli ist gleich Brokkoli, nein, man muss noch unterscheiden zwischen gefroren und so weiter. Das gleiche gilt auch noch hier für Blumenkohl und Brussels Sprouts, das heißt für Rosenkohl ist alles ein bisschen kompliziert jetzt hier, ich will den Rahmen nicht einfach sprengen, aber was ich euch nochmal zeigen möchte ist, es gibt drei Sachen, und zwar die Glucosinolate, mein Gott, das ist ein schwieriges Wort, ja. Und das sind die Substanzen, die später zu Sulforaphan werden, ja, zu dem Hauptwirkstoff von Kreuzblütern, ja. Das sind Brokkoli, Brokkolisprossen, kennen wir alles, diesen unfassbar starken Stoff, ja. Das ist hier das Gelbe, so. Das THC ist der ORAC-Wert, das heißt, wie stark der Stoff Radikale puffern kann. Das ist das Lila, das Violette und das Grüne ist die Farbe, die ist zu vernachlässigen. Das interessiert mich nicht. Aber das Interessante ist, dass die gepunkteten Varianten hier, das sind dann die gefrorenen. Und die ohne Punkte, das sind die frischen. Und man sieht, hier ist die Linie, dass die frischen deutlich besser abschneiden, viel mehr antioxidative Kapazität haben und viel mehr von dem Sulforaphan noch enthalten. Ja, das ist ebenfalls bei Brokkoli. Das sehen wir auch bei den Rosenkohl, dass sie besser abschneiden. Über diese Linie kommen nur die frischen, nicht die gefrorenen vorher. Ja? Und beim Blumenkohl ebenfalls das gleiche Phänomen, deutlich besser abzuschneiden, ja, von daher an, das war nochmal eine Sache, die ich ganz, ganz klar hier aufdecken möchte, die absolut vernachlässigt wird oftmals in den Vergleichsvideos einfach, ja. Also zusammenzufassen kann man sagen, wasserlösliche Vitamine gehen mehr nach draußen, wenn man viel Wert legt auf Vitamin C und wasserlösliche Vitamine allgemein, sollte man definitiv das Gemüse roh verzehren, legt man Wert auf die fettlöslichen Vitamine, kann man das Gemüse auch durchaus eben kochen, ja. Das zeigt auch Vorteile oder auch Chlorophyll dementsprechend, ja. Zeigt ebenfalls Vorteile bei gekochter Variante, dass es besser aufgeschlossen werden kann vom Körper. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ebenfalls haben wir gelernt, dass die gefrorenen Varianten und die dann zubereitet werden, definitiv deutlich schlechter abschneiden, als wenn man frisches Gemüse kocht, ja. Das war auch noch ganz, ganz wichtig. Abschließend möchte ich noch was sagen, dass ich glaube, dass für mich die Rohkost trotzdem noch gewinnt in meinem Herzen, weil es mir damit einfach noch viel leichter geht, weil ich glaube, alles was gekocht ist, verändert seine Proteinstruktur, es degeneriert dann dementsprechend das Protein, denaturiert. Und was damit zustande ist, ist es ein Fremdkörper für unseren Körper. Unser Körper würde niemals die Körpertemperatur über 42,6 Grad erhitzen, weil wir dann eben sterben würden und die Proteinstruktur sich ändern würde, weil die Enzyme alle gerinnen würden. Von daher, das merke ich immer, dass mir Rohkost immer noch am besten tut. Und ich glaube auch eben, dass je mehr Rohkost man isst, desto stärker wird die Peristaltik auch, desto mehr wird man sich immer weiter daran gewöhnen, diese trotzdem gut aufschließen zu können, weil der pH-Wert auch völlig unterschiedlich ist, von gekochten Nahrungsmitteln und rohen Nahrungsmitteln. Und ich glaube, auch viele Enzyme sind pH-spezifisch. Ich glaube, sonst ist so. Und ich glaube nämlich, dass die, nein, ich glaube auch nicht, sondern ich weiß es, dass die Enzymaktivität bzw. die Anzahl bzw. die Quantität definitiv eine andere ist, wenn Menschen sich von Rohkost ernähren, als eben nicht. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wie gesagt, in meinem Herzen die Rohkost gewonnen. Die Zahlen nicht immer 100%, aber du kannst entscheiden. Ich denke, wenn du dich sowieso so richtig knorke ernährst, dann sollten die paar Unterschiede, die da sind, dich sowieso nicht so wirklich stören. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen um einen Daumen nach oben. Ich würde mich super freuen, wenn du den Kanal abonniert, über die Glocke drückt. Ich würde mich sehr, sehr freuen auf Vitasomal, wenn wir uns da gleich wiedersehen. Meine liposomalen Supplements und wir haben auch Tees. Euch da wiederzusehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Und bis zum nächsten Mal, gleich auf vitasomal.de. Bis dahin, ciao.